Das erkrankte Böse hat es mal wieder geschafft, dass seine treuen Zuschauer sich schnodderlich unterhalten fühlten. Trotz der hinterlistigen Machenschaften der heldenhaften Kreaturen hat diese Folge wieder Spaß gemacht. Mal eine Frage am Rande. Es ist Zahltag. Die Kreaturen sind nur im Dungeon oder in der Oberwelt am Kämpfen. Sie bekommen Essen, Unterkunft und Nahrung und dazu noch ein Freizeitbad. Für was genau brauchen die Gold? Abdichter, du bist mein Mann. Wir haben genau die Connection, die wir brauchen. Ich bin genau deiner Meinung. Wir werden dann nochmal drüber reden. Also spätestens, wenn hier versucht wird, eine Gewerkschaft zu gründen, werden wir mit ganz anderen Methoden hier rangehen. Sonst müssen wir irgendwie Fachkräfte aus der Apokalypse-Welt oder so holen. Ich weiß es nur nicht. Wir schauen uns das nochmal an. Thomas, vielen lieben Dank für deine guten Besserungswünsche. Dan ist guter Dinge. Ich bin es auch, mein lieber Dan. Ich glaube, heute werden wir es abschließen. Zumindest den Aufstieg. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Sid Van Sluter freut sich, dass wir die Fallen gebaut haben. Er sagt, Fallen sind Technik und Technik ist gut. Und Cathery ist ein Dungeons 4 Ultra. Hat uns hier schon sehr coole Tipps gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Und du sagst, dass du auf folgenden Spielaufbau gehen würde: Schatzkammer, Raum der Bösartigkeit und dann Werkstatt bis zur Batterie bringen. Ich denke mal, dass du das auf die Forschung beziehst. Das finde ich interessant mit dem Raum der Bösartigkeit, das werden wir uns nochmal anschauen. Ich habe da noch nie was geskillt, aber vielleicht wird ja auch dort die Effektivität so hochgesetzt, dass wir mehr Bösartigkeit bekommen. Das schauen wir uns auch nochmal an, jetzt nicht in dieser Runde, sondern das nächste Mal, wenn wir in die nächste Kampagnenmission reinstarten. Jetzt sind wir durch mit euren Kommentaren und wir gehen rein in der Aufstieg. Und da sind wir zurück und schaut euch mal an, wie toll das hier aussieht. Wir haben so viel Mana, wir haben so viel Geld. Bösartigkeit ist sozusagen unser Problem, unser Nadelöhr, durch das wir irgendwie durchgehen müssen. Aber wenn wir uns das hier anschauen, was hier bei unserer Technologie und so alles erforscht wurde, dann sind wir ja schon so weit gekommen. Eigentlich brauchen wir nichts mehr skillen. Natürlich könnten wir die Sukubi ein bisschen verstärken oder die Imps hier hinten. Das wäre natürlich alles cool, aber es ist alles nicht so super wichtig. Wir starten mal damit, dass wir die Sukubi mal ein bisschen mehr, dass wir dem ein bisschen mehr Reichweite geben. 2 Meter ist gar nicht so wenig, vor allem wenn die Tanks dann davor stehen. Hier sind die Untoten alle mal dabei, sich ein bisschen Fäulnis abzuholen, zu beten an ihrem Tempel. Das ist schön. Hier hinten sind unsere Dämonen, die sich in ihrem Freizeitbad so ein bisschen erholen. Türen haben wir gebaut. Ja, vielen Dank für deinen Luftkuss. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh la la, wer bist du denn? Mord, Maude. Ja, Maude, du wirst gleich mal ein bisschen Action machen. Ich würde sagen, wir starten direkt damit, dass wir hier unsere Leute direkt in die Oberwelt schicken und jetzt hier wirklich in den Angriff reingehen. Wir wissen, dass wir mit dem Angriff dann hier oben einen Weg freischalten. Das haben wir schon gesehen, als wir das letztes Mal verloren hatten. Deswegen haben wir hier bereits die ersten Vorkehrungen getroffen. Natürlich konnten wir das nur machen, weil wir wussten, was passieren wird. Aber wir spielen auf der höchsten Schwierigkeit und von daher finde ich es eigentlich in Ordnung, dass wir natürlich auch dann mit unseren Erfahrungen arbeiten und diese Erfahrungen dann mitnehmen. Ich würde sogar sagen, dann, wenn der Weg dann hier frei wird, wird dann hier auch nochmal ein Feingang gebaut. Ich habe keine Lust, dass sie hier das Mana klauen, das könnte aber durchaus passieren. Wir werden dann aber später hier drüben dann natürlich auch noch ein Lager haben, was ebenfalls hier zumindest 14.000 Mana haben oder behalten kann, sodass wir trotzdem immer in der Lage sein werden, hier entsprechend weiter vorzugehen. Wir setzen die Batterien hier rein für eine schnellere Produktion. Jetzt brauchen wir aber gar nicht mehr so viele Kisten, beziehungsweise die Kisten sind schon bei ihrem Maximum. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir werden sicherlich gleich hier nochmal was bauen. Und zwar spätestens, wenn hier unsere Leute das da oben angegriffen haben. Jetzt haben wir hier einen Kampf gehabt gegen die Feinde. Und den habe ich leider nicht so gut mitbekommen. Und wir sehen, das hat unseren Leuten ganz schön zugesetzt. Ich glaube, wir müssen doch nochmal runter gleich.
und uns nochmal ausheilen, beziehungsweise unsere weiteren Leute holen. Beziehungsweise, nein, wartet mal. Anders. Wir machen das anders. Wir haben ja hier nur Dämonen. Das heißt, die Dämonen, die wir hier haben, die regenerieren sowieso die ganze Zeit Leben. Und die, die gestorben sind, sind die Knochenfürsten gewesen. Das sind die Knochenfürsten gewesen. Die können wir gleich durch ein Portal hier hinbringen. Das sollte eigentlich funktionieren. Und die Vampirkönigin oder hier, die Heilerin, die heilen sich ja auch selber hoch. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich glaube, wichtig ist, dass wir bei den Kämpfen immer mit dabei sind. Denn wir haben hier einfach die Heilerin, die so stark sind, die so viel Leid über uns bringen, indem sie halt die Einheiten hier immer hochheilen. Dass es super wichtig für uns ist, dass wir dabei sind und wir dann auch die Zauber einsetzen, die Heiler dann entsprechend so schnell wie möglich auch rauszunehmen. Das ist super wichtig, glaube ich. Das bedeutet für uns, wir gehen weiter, erstellen gleich ein Portal und die Knochenfürsten sollten jetzt alle wiederbelebt sein. Gucken wir mal. Ja, die sind alle wiederbelebt, das ist super. Dann können wir den mich jetzt gleich hier reinbringen. Hier kommt das Portal hin. Und dann schmeißen wir die hier einmal alle rein. Dann haben wir hier nämlich wieder unsere komplette Mannschaft, die hier nochmal hingehen darf. Aber wie gesagt, wir müssen einfach dabei sein, weil zu viele Gefahren lauern. Wie hier dieser Hammerturm. Der echt gemein ist. Der echt richtig gemein ist. Ja, den müssen wir so schnell wie möglich kaputt machen. Gehen auch nicht direkt zum nächsten Hammerturm, sondern heilen hier oben mal kurz aus. Ich meine, einige können wir heilen und einige heilen auch von alleine. Ja, das sieht ganz gut aus. Und dann gehen wir jetzt nämlich nochmal auf den Hammerturm rauf. Und nutzen hier auch schon mal einen Zauber für den Kanonenturm, weil der wird gleich auch ziemlich ekelhaft sein. Es sind Feinde in euren Alle Mann Dungeon. Auf den Hammerturm. Wir gehen hier in die Heilung rein. Bringt zumindest für die Dämonen ein bisschen was. Hammerturm wird zerstört. Wir gehen direkt weiter auf den Kanonenturm, der kaum Schaden nimmt. Durch das Feuer macht ja auch ein bisschen Sinn. Und damit sind wir dann hier erstmal ganz gut vorangeschritten. Gehen jetzt wieder zurück durch das Portal. Das ist ja da, das bleibt ja auch da. Dann können wir nämlich die weiteren Einheiten gleich wiederbeleben. Die werden ja auch alle schon wiederbelebt, richtig gut. Sind übrigens immer die Untoten, die sterben. Die Heilung scheint nicht zu reichen. Jedenfalls nicht bei diesen Türmen. Die sind halt echt gemein. Und schauen uns hier mal an, wie weit die kommen. Und sehen, das macht hier alles mittlerweile richtig gut Schaden. Das funktioniert eigentlich ganz gut mit den Feingängen. Sid van Sluter, du hast eine sehr gute Arbeit geleistet. Du hast eine sehr, sehr gute Abermals Arbeit geleistet. Suchte ein tosender Sturm das Gebirge heim. So, ihr geht alle rein. Ihr belebt euch hier alle wieder. Und dann gehen wir wieder raus. Und dann geht's hier auf dieses Heldenlager. Können wir noch irgendwas verbessern? Ja, die Sukubi können wir tatsächlich noch einmal verbessern, sodass auch die Rüstung des Feindes gesenkt wird, wenn der Sukubus angreift. Und das hört sich ja erstmal richtig gut an. Ja doch, die kommen hier trotzdem deutlich weiter, als ich es mir wünschen würde. Wir setzen hier mal ein bisschen Feuer, eine Verlangsamung hinterher. Gerne auch noch mal ein bisschen Gift und eine Bombe und so ein Meteorsturm hat auch noch niemanden so richtig geschadet, nur so halbwegs geschadet natürlich. Das sollte alles passen. Wir maximieren die Effektivität in so ein paar Räumen, wo wir was zu tun haben. Zum Beispiel hier bei der Mana-Herstellung und zum Beispiel hier bei der Mana-Herstellung.
Denn wir wollen ja zum Maximum kommen, damit so wenig Schnodderlinge wie möglich hier dran arbeiten müssen. Wie sieht's hier hinten aus? Die sollten so gut wie tot sein. Das sind sie auch spätestens, wenn wir jetzt unsere Leute hier hinsetzen. Jetzt können wir nochmal schauen, ob wir wirklich Schaden nehmen durch unsere eigenen Fallen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, wobei ich noch nicht weiß, ob wir Schaden nehmen, wenn wir zum Beispiel auf dieser Stachelfalle drauf sind und der Feind gleichzeitig auch, also die Stachelfalle aktiv ist. Das weiß ich noch nicht. Okay. Geht's euch allen gut? Ich würde sagen, ja. Dann lasst uns mal wieder rausgehen. Und dann gehen wir endlich hier auf dieses Heldenlager. Dieses Heldenlager wird zerstört. Dann wird sich in unserem Dungeon dieser Weg hier eröffnen. Wir haben aber wirklich ganz gute Werte hier oben. Also was wir natürlich mehr haben könnten, wäre mehr Kapazität in der Werkstatt. Das wäre ganz cool eigentlich noch. Also dass wir auch ein bisschen mehr auf... Lager haben können. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Ein weiterer Zugang in den Untergrund? Ausgezeichnet! Ich wette, der bringt uns hinauf bis zur Spitze. Los, Kreaturen, nehmt das Ding ein und macht alle Wachen platt. Perfekt, wir haben jetzt wieder diesen Weg hier erreicht. Und dadurch, ja, gibt es jetzt die direkte Verbindung durch unsere Mana-Stube. Der Sturm kostete einen Helden sein Leben. Er ist nicht das Schlimmste der Welt, können wir durchaus mit leben. Aber wir müssen natürlich so ein bisschen darauf achten, dass wir das hier alles hinbekommen. Greifen jetzt hier auch direkt schon mal an. Man würde auch sagen, komm, wir machen hier mal diesen Bereich, verblobben wir mal. Das ist die offizielle Begriffsbezeichnung. Nennt man verblobben. Damit die Feinde auch wirklich hier lang gehen und wir hier gleich Fallen aufbauen können. Das wäre mir relativ wichtig. So, super viele Feinde scheinen nicht mehr da zu sein. Und wir gehen direkt weiter. Wie gehen wir direkt weiter? Und bauen auch direkt Fallen hin. Wir bauen hier jetzt direkt Fallen hin. Das ist mir durchaus wichtig. Damit der Feind, so gut es geht, auseinandergenommen wird. Und hier kommen auch überall Stachelfallen auf den Boden. So ein bisschen Schleimfallen um den Verdrescher drumherum. Damit er schön langsam, oder dass die Feinde schön langsam sind und der Verdrescher dann, nämlich auch seines Zeichens, oh Gott, alle sterben hier. Und der Verdrescher dann seines Zeichens, nämlich dann auch in der Lage ist, die an die Wände ranzuschleudern. So. Okay, wir brauchen hier keinen Blob hinsetzen, denn die Feinde greifen uns nicht an. Damit hätte ich jetzt gerechnet. Ich hätte es sonst zugemacht mit einem Blob. Und jetzt müssen wir hier natürlich schnell sein. Hier müssen wir schnell sein und so schnell es geht unsere verschiedenen Vorrichtungen bauen. Damit die Feinde hier stark geschwächt werden. Wir haben gesehen, wie stark die Zwerge sind. Das wird sich denn sehr gerne anhören. Wir gucken mal, ob wir hier eventuell helfen können. So, also wir haben hier auch wieder eine Priesterin, die heilen kann.
Das ist immer ein großes Problem. Wir setzen hier auch nochmal Baphomet rein. Nochmal eine Bombe, nochmal ein bisschen Gift. Und gucken, ob wir hier noch heilen können. Aber die Untoten können wir halt nicht heilen. Das ist halt das große Ding. Das große Problem auch. Und ja, wir haben hier Hohepriesterin und das sind die Heilerin. Und die machen uns immer einen Strich durch die Rechnung, weil die schneller heilen, als wir ihnen Schaden zuführen können. Das bedeutet für mich, wir gehen rein in das Portal. Sehr gut. Euer Portal wird angegriffen. Allmann rein ins Portal. Funktioniert nicht. Dann Talia, bringen wir alle zurück. Zahltag. Das hier war schon ein bisschen zu heftig. Aber das liegt, glaube ich, an den Priesterinnen. Weil hier sind sogar zwei Priesterinnen. Also das, die sich gegenseitig... Ach du Heilige. Okay, jetzt wird's doch nochmal krass, dass sie sich gegenseitig hochheilen können. Hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Jetzt haben wir hier aber ein dickes Problem, denn hier kommen viele Feinde. Starke Feinde. Mit einer Mission anscheinend. Die Mission, uns zu töten. Und das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Viele, viele starke Feinde. Ich glaube nur Zwerge. Und ich glaube, die Zwerge haben keine Heiler, wenn ich das richtig sehe. Und sie haben uns auch nicht Mana gestohlen. Aber wir sehen, jetzt wird es wirklich wieder schwerer. Es zieht an. Und diesen Weg hier haben wir zuvor viel zu früh geöffnet. Und konnten dann natürlich nicht dagegen vorgehen. Zumal wir diesen Weg hier auch noch nicht hatten. Die werden hier wahrscheinlich von alleine sterben. Während wir hier oben natürlich... Eure Feinde sind im Dungeon. Natürlich Gas geben müssen. Und selber intervenieren müssen. Weil die kommen ja hier durch. Dieser kleine Feinweg hier ist erstens noch nicht durch. Und zweitens... wird er auch umgangen. Da wird hier ordentlich gebloppt. Da wird jetzt ordentlich gebloppt an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, wir sehen das Blob-Paradies. Und das tut weh. Das tut in der Tat weh. Meteorstorm wird raufgehauen. Auch das hatten wir vor natürlich nicht alles. Wir konnten gar nicht so inflationär in die Zauber reingehen, wie wir es jetzt gerade tun. Donnerschlag. Noch ein Schild. Wir geben hier gerade wirklich alles. Nochmal ein bisschen Gehirnwäsche für unsere Verbündeten. Ich weiß zwar nicht, ob die gerade am Meckern sind oder nicht, aber gehen wir nochmal auf Nummer sicher, was das angeht. Das ist wirklich heftig. Und stellt euch vor, wir hätten jetzt nicht die ganzen Zauber. Wir hätten das jetzt nicht vorbereitet. Heiliger. Heilige Makrele. Ein vom Sturm erfasster Heldentrupp verlor eines seiner Mitglieder, als er von seiner unsympathischen das und von Rache besessenen Anführerin gnadenlos weiterhin durchgetrieben wurde. Der wird von alleine sterben. Der wird wirklich von alleine sterben. Aber hier müssen wir weiter durchgehen. Und hier müssen wir auch Fallen bauen. Weil die gehen hier lang. Ich wollte zwar blobben, damit sie hier lang gehen. Die Feinde dachten sich aber, kommt uns gar nicht in die Tüte. Wir gehen da lang, wo wir lang gehen wollen. Ist uns doch egal, haben sie sich gesagt. So. Versuchen hier mal weiter voranzugehen. Gehen auch hier ordentlich wieder in die Zauber rein. Wir brauchen diesen Ort. Er wird uns Frieden bringen. Er wird uns Freude bringen. Doch er wird den Feinden... keine Freundschaft bringen. Und so muss es sein.
Sehr gut. Dieser Kristall hier wird zerstört, das Artefakt von den Zwergen. Und hier ging es dann auch gleich weiter. Das ist wahrscheinlich der Aufstiegspunkt, denke ich mal. Wir müssen definitiv gleich, das ist ganz wichtig, weitere Fallen bauen. Die Bösen hatten durch einen weiteren Ausgang aus dem Dungeon nun fast die Spitze des Berges erreicht. Der Rat der Schnodderlinge lag in greifbarer Nähe. Wir werden zum Rat der Schnodderlinge gehen, aber nicht, bevor wir das hier nicht abgesichert haben. Weil es sah eben schon echt gemein aus und ich habe keine Lust, diesen Run zu verlieren. Wir werden ihn auch nicht verlieren. Ding Dong, es ist Zahltag. So. Hier ist alles sumpfig. Hier sind sie nicht lang gegangen, deswegen denke ich mal, werden sie hier so oder so niemals lang gehen. Aber hier werden sie lang gehen. Und dann werden sie hier natürlich auch eine freudige Überraschung erhalten. Das ist ja wohl klar. Setzen wir nochmal ein paar Bumper hin, jedenfalls da, wo wir sie hinsetzen können. Ob die jetzt sinnvoll sind, weiß niemand. Hauptsache, wir können noch mal ein paar Bumper setzen. Ja, ein bisschen Schaden können wir hier tatsächlich noch mal raushauen, wenn hier Leute langlaufen. Jetzt nicht super viel Schaden, aber die müssen dann ja hier hinten auch noch durch. Jedenfalls, wenn sie bis zum Kern wollen. Was super blöd ist, ist natürlich, dass wir hier dann bei dem Friedhof die Möglichkeit darbieten für den Feind, dass ich hier die Wiederbelebung sabotieren könnten. Der Sturm hatte an Kraft verloren. Wir können die Imps nochmal maximieren. Wir könnten die Zauber günstiger machen. Raum der Bösartigkeit wollten wir nochmal schauen, was wir hier machen können. Erhöht einfach nur die Kapazität, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja. Das sieht eigentlich gut aus, was wir hier haben. Ich würde sogar sagen, wir sind fast durch. Wir können jetzt nur noch auf den Vortex gehen, was uns wirklich was bringt. Die Dämonen regenerieren sich schneller. Und sie wieder zu beleben ist günstiger. Alles klar. Das ist in Ordnung. Es sind Feinde in wir haben kaum noch Gold. Wir haben kaum noch Gold, aber wir bauen ja auch wie Verrückte hier die ganzen Fallen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Es ist unfassbar wichtig, dass wir das tun. Und wir produzieren super viel Mana, was unsere Schnodderlinge davon abhält, Gold abzubauen. Aber auch das ist unfassbar wichtig, dass wir das machen. Wir könnten aber hier tatsächlich nochmal ein bisschen Goldadern freilegen, einfach nur, dass wir es gemacht haben. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Dass wir das hier einmal machen. So. So, dann kommen hier nicht wirklich Türen rein oder man macht hier einfach nur mal eine Tür vor. Feinde sind im Dungeon. Und dann kommt, keine Ahnung, hier eine Tür hin. Ob das dann abgeschlossen ist, weiß ich nicht. Ist aber okay. Ist in Ordnung. Und dann wird das hier nochmal zu Schatzkammern gemacht. Feinde sind im Dungeon. Ja, das sind diese Kollegen hier. Die jetzt nochmal eine richtig schöne Sonderbehandlung bekommen. Einmal richtig schön Pediküre, Maniküre, Klosterfrau, Melissengeist. Alles, was das Herz begehrt. Und natürlich auch so ein Meteorstorm. Den braucht man manchmal auch. Und dann kommen unsere Leute, werden schneller gemacht und sollten jetzt einfach vernichten. Hier unten sind auch wieder Feinde im Dungeon. Und ich sehe keinen Heiler dabei. Das heißt, es sollte sich im Rahmen bewegen.
Trotzdem setzen wir auch hier nochmal Zauber hin. Weil wir die Feinde nicht unterschätzen dürfen. Jedes Mal, wenn wir das getan haben, haben wir es ganz, ganz bitterlich bereut. Und deswegen machen wir es nicht mehr. Und Mana ist genügend da, damit wir jetzt hier auch reingehen können. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Sehr schön, unsere Leute haben Hunger. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Dann befriedigt mal eure Bedürfnisse. Wir schauen hier oben nochmal rein. Wollen selbstverständlich die Fallen gebaut sehen. Das scheint auch zu funktionieren. Was unser Gold angeht, wird es so ein bisschen dramatisch, weil wir wirklich kaum bis gar kein Gold mehr haben. Kommt nochmal eine Schatzkammer rein. Hier kommt eine Schatzkammer rein. Wir hatten so viel Gold, aber natürlich, die ganzen Fallen kosten Geld ohne Ende. Und hier sind wir natürlich in einem Gebiet, wo wir selbstverständlich auch angegriffen werden könnten. Aber es sind ja nur so kleine vorgelagerte Goldadern, das ist nicht ganz so schlimm. Aber ja, hier ist zumindest einer, der ganz fleißig ist. Das finde ich schon mal ganz gut. Aber wir haben noch einige Goldadern, wo gerade nicht gearbeitet wird. Liegt wahrscheinlich auch an der Mana-Produktion. Die mir aber auch sehr wichtig ist, muss man dazu sagen. Wir könnten natürlich hier die Batterie nehmen und das mit der Batterie machen. Kann ich die Batterie auch irgendwie anders nehmen? Das ist sehr umständlich, finde ich, wenn ich immer hier runter muss, meine Batterie schnappen muss und sie dann einsetzen muss. Da würde ich mir noch wünschen, wenn es da irgendwas gäbe, um das zu automatisieren. Ob jetzt ein Schnodderli den einsetzt oder wir, keine Ahnung, über eine Schnelltaste an die Batterie kommen. Vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit. Ihr könnt es mir ja gerne sagen, wenn ihr es eventuell wisst. Abermals suchte ein tosender Sturm das Gebirge heim. Weil so scheint es mir sehr lange zu dauern. Und Kosten-Nutzen wird dadurch natürlich deutlich unattraktiver. Weil das ja auch nur eine gewisse Zeit lang hält, das Ganze. Der Sturm forderte auch unter den Helden seinen tödlichen Tribut. Das heißt, wenn wir gleich fertig sind und alle Mana-Produktionsstätten mit Batterien ausgestattet haben, dann sind wahrscheinlich die ersten Mana-Schreine schon wieder ausgelaufen mit der Batterie und da arbeiten dann wieder Schnodderlinge. Das heißt, wir müssten oder könnten nichts anderes mehr machen. Na, noch funktioniert das alles so. Jetzt gehe ich auch hier mal in die Trankfabriken rein. Einfach damit unsere Schnodderlinge jetzt auch mal ein bisschen Gold sammeln können. Weil wir haben, glaube ich, zu viele Aufgaben für unsere Schnodderlinge. Dass nicht mehr so viel Gold gehackt wird. Und ja, jetzt sehen wir ein paar, die tatsächlich Gold hacken. Das ist gut. Das ist gut. Okay, hier sind die nächsten Feinde. Und die begrüßen wir freudig. Dafür sind wir da. Wir sind bekannt dafür, für unsere Nettigkeit, für unsere Gastfreundschaft natürlich auch. Und da wollen wir uns natürlich nicht lumpen lassen. Und töten die Feinde. Mit voller Liebe. Sehr schön. Und hier kommt auch das Gold wieder rein. Bei der Forschung sind wir, wie gesagt, auch ganz gut vorangeschritten. Neu angeheuerte Dämonen starten mit Stufe plus 1. Brauchen wir nicht, weil wir haben ja schon das Maximum an Kreaturen. Aber die Wartezeit, bis Dämonen außerhalb des Kampfes regenerieren, wird um 50% reduziert, ist die nächste Forschungsstufe. Und die wiederum finde ich ganz interessant. Wir gucken nochmal hier rein. Nee, die laufen immer noch mit Batterie. Okay. Da habe ich dem Batterie ein bisschen Unrecht getan. Das geht
doch ein bisschen schneller, als ich gedacht hätte. Oder lang anhalten, ne? So. Und dann können wir hier auch diese Sachen nochmal automatisieren. Dann brauchen wir ja auch keine Schnodderlis mehr drin. Wir können sich jetzt alle darauf konzentrieren, Gold zu hacken. Damit hier nämlich auch alles gut läuft. Und Mana ist gleich beim Maximum angekommen. Und auch das bedeutet, selbst wenn die Batterien ausgelaufen sind, dann brauchen wir ja gar keine Schnodderlinge mehr, die dort einspringen. Das ist ja großartig. Ja, wir können uns hier noch weiter hochbauen und so. Ich finde das gerade nicht so spannend. Ich schau mal kurz, ob noch irgendjemand wiederbelebt werden muss. Irgendjemand noch geheilt werden muss. Ich glaube nicht. Es geht allen eigentlich ganz gut. Und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen können, hey, wir sind hier oben eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Also wenn hier die Leute kommen, wir können die nicht komplett töten, aber wir können denen schon mal ordentlich was zuführen, sodass ich mich selbstbewusst sehe, hier endlich mal nach oben zu gehen. Wir können da nicht hoch, weil wir erstmal die Tür zerstören müssen, alles klar. Dann macht das mal! Sehr gut. Und jetzt könnt ihr hoch. Perfekt. Und dann sind wir jetzt hier auf der höchsten Ebene, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir wollen natürlich wieder alle Heldenlager zerstören. Zahltag. Zahltag. Wir sind in der Oberwelt. Ich glaube, dann nehmen sie sich das automatisch und müssen nicht erst hinlaufen. Das finde ich ganz gut. Weil das sonst natürlich die Bedürfnisse nochmal deutlich und verkomplizieren würde. Mana sind wir fast beim Maximum. Das ist richtig, richtig ihr gut. Wächte! Wird wohl doch Zeit, dass ich euch persönlich mit meinen Fäusten bekannt mache. Das hier ist Linky und das Rechti. Und beide riechen nach Verderben. Boah. Hallo Brynhild. Stimmt. Eine Badewanne haben die beiden schon länger nicht mehr gesehen, oder? Schweige denn der Rest, an dem sie dranhängen. Ich mag deinen Humor, schwarzes Spitzohr. Ich werde versuchen, dich als letztes zu töten. Unser erster Bosskampf. Aber sie ist im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir hier schon erleiden mussten, relativ schnell down gewesen. Wir vertagen unsere Schlägerei auf später, ihr Magen. Brynhild, Königin der Zwerge, machte sich aus dem Staub. Offenbar war die Schlacht nicht ganz nach ihrem Geschmack verlaufen. Feigling, komm zurück! Ha! Läuft einfach so einem fairen Kampf Mann gegen Mann davon. Und mit Mann gegen Mann meine ich Zwergin gegen eine Armee aus bösartigen Mörderkreaturen. Verrat! Ich fand das auch mehr als nur fair. Aber die haben wir jetzt wirklich mal schnell down bekommen. Das war gut. Wir haben hier diesen Kristallgolem noch gar nicht angegriffen. Kommen wir hier hin? Nein, das war die Ebene da drunter. Finde ich jetzt aber auch nicht so wichtig. Den Transporter finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Wichtiger fände ich jetzt mal hier die Festung der Helden. Dadurch wird natürlich unser Portal zerstört, aber das ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache, wir können mal ein bisschen Schaden anrichten hier an diesem zwergischen Ungetüm. Ja, das sieht doch gut aus. Festung der Helden wird einfach nur gottlos zerstört. Aber die Zwerge haben ja auch keinen Gott. Jedenfalls keinen, der zu respektieren ist. Denn sonst würde er ja uns anbieten. Oder die absolute Bösartigkeit. Das würde auch gehen. Aber die zwergischen Gottheiten sind eigentlich nur peinlich. So, der Transporter ist da. Wo ist denn die Eskorte? Nirgends. Na gut. Dann holen wir uns die extra Bösartigkeit. Können dann hier in der Forschung Vortex-Stufe 3 gehen. Ja, meinetwegen gehen wir dann hier auch noch auf Friedhof- und Tempelforschung rauf. Erhöhen die Kapazitäten
von... Ja, gehen hier noch auf die Trankhütte rauf. Erhöhte Kapazität der Tränke und dann können wir noch Heiltrank Stufe 2 freischalten später. Aber das ist jetzt alles nur noch nice to have, so wichtig ist mir das gar nicht. Und dann geht es hier auf die Festung der Helden. Und danach geht es hier hin. Und dann haben wir den Gipfel erreicht. Ich schätze mal, die Zwergin wird nochmal wiederkommen. Aber so richtig gemeingefährlich war sie jetzt nicht. Das hat sich schon alles ganz gut ausgeglichen. Ich war nicht unzufrieden, wie das lief. Ich gehe hier hinten natürlich auf die Heilerin, mache der ordentlich Schaden, damit unsere Leute hier ordentlich kämpfen können. Und auch wirklich Schaden machen und der Feind nicht die ganze Zeit regeneriert. Können natürlich auch mit unseren Leuten auf die Heiler raufgehen. Das ist vielleicht auch nochmal was, was wir später machen können. Nicht nur mit Zaubern und mit Tränken, sondern auch mit unseren Einheiten, dass wir denen einfach befehlen, komm, geht da doch mal ganz lieb hin und fragt mal nach, ob die spielen wollen miteinander. Geh doch mal zum Nachbarsjungen, auf den du keine Lust hast, und frag ihn doch mal, ob er spielen möchte. Sehr schön. Festung der Helden wird zerstört. Und jetzt gibt es für uns nicht mehr so viel zu tun. Trotzdem würde ich ganz gerne mit Talia nochmal zurückgehen. Denn ich will mir eigentlich nicht nehmen lassen, den Kristallgolem zu besiegen. Fände ich jetzt irgendwie blöd, wenn wir das nicht noch machen würden. Fände ich irgendwie blöd, wenn wir das nicht machen würden. Deswegen gucken wir mal, mit welchem Ausgang wir da hinkämen. Gehen wir hier rüber dahin. Auch nicht. Was ist denn die richtige Ebene, um zum Kristallgolem zu kommen? Oh, oder übers Portal? Könnte man ein Portal hier vielleicht errichten? Ne, hier unten ist ein Steinhaufen. Hier ist ein Steinhaufen. Ah, okay, deswegen kamen wir da die ganze Zeit nicht hin. Das hätten wir wahrscheinlich auch mit Dynamit abreißen können. Okay, aber Talia, du machst das mal, ja? Was ist hier los? Ungebetene Gäste in unserem Dungeon. Das finde ich aber nicht nett. Das muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, das finde ich nicht nett. Ich bin kein Freund davon, einfach vor der Tür zu stehen. Ah, und schaut mal. Die Grieber wurden abgerissen. Das heißt, wenn jetzt hier in der Oberwelt ein Untoter sterben würde, dann würde er komplett sterben. Interessant. Ich würde hier einfach mal diese Goldadern mitnehmen. Weil manchmal führen die uns ja zu Wegen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Okay, und die in der Oberwelt sind weit am Laufen. Wir hätten wahrscheinlich doch den Weg hier nehmen können. Das wäre schneller gegangen. Na gut. Die laufen jetzt einen Umweg, ist mir egal. Ich möchte das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein Wunsch von mir. Ein Baphomet. Ja, keine Ahnung, was der macht. Der beschützt hier. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Schaut mal. Das war gut, dass wir das hier gemacht haben. Und was wir jetzt auch machen können, ist Heiltrank der Stufe 2 freischalten. Ist das ein neuer Heiltrank oder wurde der bisherige verstärkt? Der bisherige wurde anscheinend verstärkt. Sehr gut. Werden wir vielleicht auch gleich brauchen. So, ihr seid angekommen. Und jetzt sagt ihr auf einmal, geht nicht. Das Portal können wir hier auch nicht setzen, obwohl wir Sichtweite haben.
Aber hier ist auch ein Steinhaufen. Hey, dann zerstört doch das. Das ist doch wieder so eine Gesteinsformation, die ich mit Dynamit wegsprengen kann, oder? Ha, wunderbar. Endlich passiert hier mal was. Also, wir können es nicht angreifen. Meteorschauer macht keinen Schaden und die Bombe macht keinen Schaden. Und ein wir haben keinen. Ein vom Sturm erfasster Heldentrupp verlor eines seiner Mitglieder, Wagen, als er ja. von seiner unsympathischen und von Rache besessenen Anführerin gnadenlos weiterhin durchgetrieben wurde. Also können wir den Kristallgolem nicht mehr zerstören. Oder nur mit Zaubern. Denn wir haben jetzt die Sichtweite und können ja hier zaubern. Portal wird angegriffen. Aber wir können halt kein Portal zaubern. Das ist halt das Problem. Und dann müssen wir das hier mit Tränken und Zaubern machen. Denn ich will ja den Typen zerstören. Und es gibt ja anscheinend keine andere Möglichkeit für uns. Jetzt hat er sich geteilt. Der macht einfach Zellteilung. Alles klar. Ich glaube, wir haben ihn getötet, oder? 1050 Bösartigkeit, ja. Nur mit Zaubern, richtig gut. Ja, dann erhöhen wir die Halle der Bösartigkeit und die Schatzkammer und die Guru-Halle wird auch nochmal mit Kapazität und mit Effizienz geboostet. Wir brauchen das alles nicht, aber wir nehmen es einfach mal mit. Und wir holen uns krassere Türen. Und jetzt haben wir alles erforscht, was wir erforschen können. Und warum ihr Schaden genommen hey, habt? So schwierig ist das nicht. Weiß Talia, ich gar nicht. Selektieren. Rat der Schnodderlinge als Ziel auswählen. Warten und dann vom Ergebnis profitieren. Also los, du schaffst das. Ich glaube an dich. Für diese Lüge werde ich in der Hölle schmoren. Der Sturm hatte an Kraft verloren. Okay, habe ich jetzt gerade nicht verstanden, was das für ein Tooltip war. Für ein versteckter Tooltip, ist aber auch egal. Denn wir gehen noch einmal ganz kurz nach Hause. Werden uns hier noch mal ganz kurz entspannen. Zu Kräften kommen und dann können wir zum Gipfel gehen. Wir haben alles geschafft. Wir haben alle Festungen zerstört. Wir haben das Kristallmonster, das gute Wesen, haben wir auch getötet. Mit Umwegen, aber wir haben es getötet. Holen sich ihren Sold. Und jetzt müssen wir nur noch zum Gipfel. Und da haben wir ja hier einen ganz guten Ausgangspunkt. Und unsere Leute haben auch wirklich Schaden genommen. Wahrscheinlich wirklich durch das Kristallwesen. Wahrscheinlich hat das noch Möglichkeiten gehabt, über seine Grenzen hinaus Schaden zu machen. Hier wird einiges noch schlüpfen in unserer viel zu großen Guru-Farm. Ich werde jetzt hier nichts mehr klatschen, denn für mich kommt es jetzt eher darauf an, die Feinde hier ein bisschen zu töten. Jedenfalls, und das ist das Allerwichtigste, die Heiler hier hinten. Nehmen wir wieder so eine Hohepriesterin. Wenn wir die tot sehen, ist eigentlich alles gut. Und die sehen wir tot. Das müssen wir hier hinten auch nochmal machen. Aber hier ist gar kein Heiler drin. Wunderbar. Dann müssen wir euch nun mal so ein bisschen so schwächen. Weil ihr seid schon eine relativ große Gruppe. Und wenn ihr mich fragt, eine etwas zu große Gruppe. Das muss nicht unbedingt sein. Deswegen lasse ich euch nicht allein. Und hau einen Meteorsturm in euch rein. Der Blob der Grausamkeit. Bringt die Liebe und Wahrheit. Kommt herein. Ich zeig euch ein Fledermausschwarm. Gescheit. Ein weiterer Meteorsturm. Feinde sind im Dungeon. Zwingt euch in die Knie. Ich behandle euch wie das dreckigste Vieh. Ja. Wenn es mit Talia nicht mehr so läuft im Dungeon, könnte sie eventuell auch die gehobene Dichtkunst der gehobenen Dichtkunst frönen. Das würde vielleicht auch funktionieren. Kommen schon einige Feinde. Ich will das Ganze so ein bisschen mit Zaubern und Tränken begleiten, weil es sind echt viele hier. Aber das haben wir schon ganz gut gemacht.
Das haben wir wirklich schon ganz gut gemacht. Wir sind auch schön gebloppt, das heißt, unsere Zauber können auch wirklich gut zentral eingesetzt werden. Und dann hat sich das auch schon erledigt. Genau, ihr werdet jetzt in den Angriff gehen. Und jetzt gehen wir in die Oberwelt. Klar, wir sind ein bisschen angeschlagen, aber es reicht. Es ist okay. Und jetzt gehen wir hier hin. Wir gehen zum Gipfel. Wir müssen zum Rat der Schnodderlinge. Und uns wird niemand aufhalten. Na gut, es gibt ein paar Leute, die könnten uns schon aufhalten, wie ihr zum Beispiel. Aber ansonsten wird uns nur wenig aufhalten können. So, ein paar Zauber wirken. Angriffszauber, Verteidigungszauber, Dornen, Ranken, Verlangsamungszauber, Gifttränke, ein Meteorsturm. Und dann sollte der Feind hier schon besiegt sein. Sehr gut. Ich sehe auch nicht allzu große Schäden in unserer Armee, sodass wir weiter nach vorne gehen können. Lauft, meine Freunde. Lauft zum Gipfel. Lauft zum Gipfel, zum Rat der Schnodderlinge. Holt euch, was euch zusteht. Holt euch den Rat, den ihr braucht. Da sind wir. Das glamouröse Böse. Endlich. Ich habe den verdammten Berggipfel erreicht. Aber das nächste Mal lasse ich meine Kreaturen eine Seilbahn errichten, anstatt nochmal auf sowas zu steigen. Du könntest dir natürlich auch das Rauchen und das Trinken abgewöhnen und mehr für deine Fitness tun. Nur so ein Vorschlag. Mir persönlich hat das sehr geholfen. Und nachdem ich jetzt für Marathons trainiere, bin ich... Ja. Danke für dein Gelaber. Kannst du deine gut gemeinten Ratschläge bitte auf einen Zettel schreiben, damit ich einen Papierflieger daraus falten kann? Na, undankbares Pack. Wie dem auch sei, Talia hatte es tatsächlich zur Spitze geschafft. Dort wartete allerdings nur ein unscheinbares Steintor auf sie. Ist ja wenig beeindruckend. Kann das nicht leuchten oder sowas? Ist die Batterie leer? Vielleicht sollte ich mal mit der flachen Hand dagegen schlagen. Talia war offensichtlich geistig überfordert, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Dabei musste sie nur die geheime Losung sagen. Fladderidutsch. Fladderidutsch. Fladderidix. Fladderidix. Das war wohl nix. Das war wohl... Ha, 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 sehr witzig. Urkomisch. Man sollte dir eine eigene Fernsehshow für deine Späße geben, du Komiker. Ja, danke. Ich warte auf Angebote. Mein Agent meldet sich. In der Zwischenzeit solltest du einfach diesen kleinen Knopf an der Seite drücken, damit wir endlich weiterkommen. Blöder Knopf. Blöder Erzähler. Blöder Rat der Schnodderlinge. Fladderidutsch. Fladderidumpf. Das ist unser Triumph. Der Aufstieg. Nach 3 Stunden und 40 Minuten in diesem Run hat es endlich geklappt, den Aufstieg zu vollziehen. Und wir haben nicht nur 10.000 Bösartigkeit geholt, sondern auch 90.000 Mana, 247.000 Gold. Und wir haben, und schaut euch das mal an, alle Erfolge abgeschlossen. Richtig gut. Wir haben es alles geschafft. Das war richtig, richtig anspruchsvoll, würde ich sagen. Aber man muss auch dazu sagen, wir spielen auf der höchsten Schwierigkeit. Wir sind jetzt schon ganz gut vorangeschritten in der Kampagne. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist natürlich nicht einfach. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, zum Rat der Schnodderlinge zu kommen. Talia hatte den altehrwürdigen Rat der Schnodderlinge auf dem Mount Snotmore endlich erreicht. Diese Weisesten der Weisen traten zusammen und Talia stellte ihnen die drängendste Frage, die ihr auf der Zunge brannte. Würde sie irgendwann selbst als Herrscherin auf einem Thron sitzen?
würde sie in einem fünften Teil der Dungeon-Serie die Fäden der Macht in der Hand halten? Würde der überbezahlte Ich-Erzähler endlich seine Klappe? Moment, Talias dämliche Fragen verpufften an den weisen Schnodderlingen. Die wichtigste Frage im Raum und für diese Geschichte war die nach einem neuen Gefäß für das absolute Böse. Die Weisen berieten sich. Als sie schließlich wieder vor Talia hintraten, die nach wie vor ihren naiven Träumen nachhing und im Gegensatz zu mir doch gerade mal erst seit 2 Teilen dabei ist, hielt der Anführer der Schnodderlinge ein Bündel in seinen Armen. In diesem Bündel befand sich ein niedliches, knuddeliges, noch nie dagewesenes Schnodderling-Baby. Verrückt, auf was für Ideen die da immer kommen. Der Schnodderling mit dem Namen Gorgu musste die Essenz des absoluten Bösen in sich aufnehmen, um als adäquater Ersatz dienen zu können. Doch das kleine Windelpopöchen war offenbar noch nicht stark genug, um alle Essenz aufzunehmen. Talia musste Gorgu zunächst trainieren und stärken, ehe er vollends die Macht des absoluten Bösen aufnehmen konnte. Was für eine witzige Sache. Was für eine witzige Sache. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie das wohl bei den Schnodderlingen so aussieht mit Bienchen, Blümchen und der Storch bringt das Baby. Wir werden jetzt auf jeden Fall das Baby füttern. Wir werden es mästen. Und das schon in der nächsten Folge. Das ist richtig cool gewesen. Ich sag nur, Fideli Dutsch, Fideli Bau. Ich sag zu euch, lasst ein Like da. Und ciao.